Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht die Hütte richtig angeschaut. Ah, und hier ist direkt ein Tape. Nice. Deswegen machen wir das direkt zu Anfang. Und hier hinten geht's raus. Ups. Alter. Oh, ist das geil. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das beim letzten Mal angeschaut habe. Hier richtig. Aber hier würde ich richtig gerne wohnen. Boah, ich mag sowas. Einfach so richtig schön offen und hochgelegen. Also die Stadt ist so richtig schön offen. Das Haus ist hochgelegen. Man kann sich so richtig schön alle Sachen anschauen. Mega geil. Hier einfach chillen. Mit einem kühlen Getränk. Und so ein bisschen runterschauen. Vielleicht noch Handy dabei. Oder Laptop auch. Je nachdem. Weil ist ja direkt neben einem Haus schön mit WLAN dann irgendwie was zocken. Oder wenn es geht, hier auch aus dem Fenster irgendwie LAN-Kabel rauslegen oder so. Was auch immer. Und dann hier erstmal so richtig geil chillen. Oder auch hier sich einen Tisch aufbauen. Und hier sitzen, chillen, zocken, Videos schauen. Boah, wäre das geil. Holy shit, wäre das geil. Aber okay. Ich denke, wir sprechen jetzt erstmal mit Harkon. Und hören, was er uns zu sagen hat. Was los? Oh, das hört sich nicht gut an. Harkon, du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Okay. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Okay. Peacekeeper geben in der Stadt den Ton an. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Ja. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Nee. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Okay. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Ich hätte gesagt, dass die ganzen Viecher die Stadt mit kontrollieren. Weil die sind ja wirklich überall. Und bei Nacht kann man kaum rausgehen. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein. Und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also okay. Können wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Oh. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte. Aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Alles Leg dich klar. Besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Ja. Warum sollen wir uns schlafen legen? Es ist nachts. Wir brauchen nicht schlafen gehen. Hallo, es ist nachts. Kann das Spiel das nicht erkennen? Und dann... Zwei Dietriche? Warum? Herrgott, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Ist das so ein chemieverseuchtes Vieh? Nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Okay. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Okay. Okay, nice. Die kennen wir ja aus dem ersten Teil. Und... Es ist morgens oder was? Wir haben jetzt. Nee. Es ist noch Nacht. Ah, aber halt später in der Nacht. Okay, okay. Wir hatten zwar nachts bzw. abends. Es war halt schon sehr dunkel. Wahrscheinlich so, keine Ahnung, 1 Uhr oder so. Aber er wollte wahrscheinlich, dass wir irgendwie so fast früh morgens aufbrechen. Wie soll ich dahin? Ach,
gehen sie durch die U-Bahn-Tunnel zur Station. Ich glaube, wir werden fighten müssen. Okay, wir probieren's. Nein, Dietrich! Dietrich, Dietrich, das geht nicht! Ich kann da doch... Nein, 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 nein. Ich kann da doch jetzt nicht mit dem Dietrich rumhantieren. Ach, scheiße, Alter. Nee. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Rauf. Scheiße. Ich sitze mega in der Falle. Hau ab. Okay, hier kann ich, glaube ich, rauf. Ja. Wie soll ich denn da durch, wenn da 5000 Viecher stehen? Und vor allem einen Heuler. Geht nicht. Ich kann da nicht durch, wenn da ein Heuler ist. Ja, macht euch mal ab. Hallo. Warum kann ich meine Waffe nicht benutzen? Stirbt er jetzt weg oder was? Yo. Alter. Mehl und infizierten Trophäe. Alles klar. Ja, aber wie gesagt, ich kann da nicht einfach lang. Beziehungsweise ich muss den Heuler wegmachen, ne? Ich werde auf jeden Fall den Heuler entfernen müssen. Moment mal. Aufheben? X, ne? Ja, X. Es hat ihn nicht ganz getroffen, aber es reicht auf jeden Fall. Und wenn wir laute Geräusche machen, dann lockt das keine anderen Viecher mehr an? Beziehungsweise nicht direkt? Okay, okay. Die Heuler müssen das Signal zur Jagd geben. Anscheinend. Anders wird die Jagd nicht ausgerufen. Was ist hier los? Woher kommen die? Doch, es werden Viecher angelockt, aber es beginnt keine Jagd. Okay. Das ist interessant. Scheiß Dreck, ey. Ich sehe halt mal wieder nichts. Was sehr komisch ist, weil in der Aufnahme, ich sehe das ja hier auf dem linken Monitor, in der Aufnahme kann man gut was erkennen. Nur wenn ich hier runtergehe, dann sehe ich die Viecher nicht so gut. Wohl in der Aufnahme auch nicht wirklich, ne? Naja. Wie mache ich denn einen schweren Angriff nochmal? Hä? Mach dich ab. Stirb! Hallo? So, jetzt hab... Alter, ey. Holy shit. Und... Man sieht auch, man bekommt bei Nacht immer noch mehr XP. Alles klar. Aber das war interessant. So wissen wir jetzt wenigstens, also so haben wir mehr Erfahrung sammeln können, was so laute Geräusche und die Jagd betrifft. Weil das wurde ja sporadisch kurz erklärt. Aber wirklich... gewusst haben, wann die getriggert wird, habe ich das jetzt nicht. Hä? Ah, jetzt. Okay. Was? Immunität niedrig. Ja, keine Ahnung. Soll ich dann nochmal hochgehen? Ich glaube, ich gehe besser nochmal hoch. So.
Zack. Und jetzt können wir ganz entspannt runter. Ach so, ja klar, ich habe ja auch noch eine Taschenlampe. Ah, bin ich blöd, die muss ich nachts unbedingt anmachen. Ist klar, dass ich nichts erkenne, wenn ich keine Taschenlampe benutze. Ja, komm runter. Ah, wir können, wenn wir C drücken, auch runter sliden. Okay, nice. Sind hier irgendwo Safe Spots, wo wir uns wieder aufladen können? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Ah, da müssen wir hoch. Hier ist nichts. Zumindest nicht wirklich was. Zum Sammeln meine ich jetzt. Ich hätte halt gern noch was zum Sammeln gehabt. Und ich glaube, ich war gerade wieder ein bisschen zu nah am Mikro. Sorry dafür. Und ich habe jetzt auch das Mikrofon der Lautstärke des Spiels nochmal ein bisschen besser angepasst. Das war beim letzten Mal, die letzten vier Parts ungefähr, leider dann doch nicht ganz so geil. Das Spiel war etwas zu leise, fand ich. Aber jetzt passt es auf jeden Fall. Ich meine, es ging noch, zum Glück. Weil sonst wären die Aufnahmen echt für die Tonne gewesen. Wenn man nur mich labern hört. Aber es war zum Glück nicht ganz der Fall. War zum Glück so, dass es gerade noch ging. Okay. Suchen. Leer. Ja, wow. Komm, das Vieh weg. Dass das nicht schneller geht, Alter. Vielleicht können wir es auch noch skillen. Irgendwie so schnellerer Hinterhalt, dass es fast instant ist. Hä? Ah, nein, 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 nein. Nein. Okay. Sehr gut. Und er hatte tatsächlich auch was dabei. Aber das ist irgendwie mittlerweile sehr oft so, ne? Dass die normalen Infizierten nichts dabei haben. Aber die stärkeren halt. Dafür dann irgendwelche coolen Verbrauchsgegenstände und halt auch oft so Trophäen. Und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der Ich merk's. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht. Ja, bitte. Da hinten müssen wir hin. Ich glaube, Leute, wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen. Auch wenn das vielleicht bedeuten wird. Ach du Scheiße. Zu. Okay, nice. Alter, wie wurde ich nicht gespottet? Oh, Hemmstoffbehälter. Können wir uns unsere Immunität damit auffrischen? Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Weil er meinte, er wirft eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht. Aber hier wirklich eine sehen tue ich jetzt nicht. Mir wird halt auch keine angezeigt, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Hier ist nichts, ne? Nein. Hier ist Kram. Aber ist nicht dieser Hemmstoffbehälter. Alter. Scheißdreck. Sehr ungünstig. Und ich glaube, wir kratzen hier mega fett ab. Au, ab, Alter.
Ja. Oh mein Gott! Holy shit! Wie viel waren das? 2 Sekunden, 1 Sekunde? Holy shit, Alter! Und da drüben war ein Hemmstoffbehälter. Den möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Also ich würde hier ungerne zu oft runter müssen. Ja, das können wir uns echt sparen, die Viecher zu looten. Alter, ne? War das close. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Okay, sehr gut. Hinter uns war noch eins. Zum Glück machen die Viecher nicht so viel Damage. Also ein Damage in dem Spiel finde ich echt ziemlich fair. Die normalen Viecher machen halt nicht wirklich Damage. Dafür die stärkeren dann. Bisschen mehr. Zwar auch nicht bedeutend, aber wenn die sich häufen, dann könnte es trotzdem nochmal brenzlig werden. Und die Menschen, die machen dann wirklich den Damage. Aber von denen gibt es halt auch nicht so viele. Also ich finde das echt ganz geil gelöst hier. Ja, okay. Nein. Scheiße. Jetzt aber. Mal Mehl, Unteroffiziershandschuhe, okay. Und in welche Richtung war der Behälter? Ist halt die Frage. Ein paar Glowsticks, ja, wahrscheinlich spawnt der einfach vor mir. Oder was? Was ist das? Mach den weg jetzt. Viel zu lange. So. Sehr schön. Wird mir gleich nochmal angesagt. Hemmstoffbehälter erkannt. Asportin, okay. Asporfin, besser gesagt. Keine Ahnung, warum ich den angreife. Ich hätte es auch einfach so machen können. Nein, hau ab. Okay. V-Zauberpilze, nice. Dafür, ich glaube, damit können wir uns später so eine Resistenz-Potion machen. Also eine Resistenzmedizin. Okay. Ihn juckt es halt absolut nicht, irgendwie. Hemmstoffbehälter erkannt. Ja. Der scheint hier in der Nähe zu sein. Der Behälter. Nur ich weiß nicht genau, in welche Richtung. Ich denke... weit... Ah, nein! Und wir haben schon wieder nur 1,5 Minuten, Alter. So, ich denke weiter in die Richtung hier. Na, komm. Scheißdreck. Okay. Ja, aber wo? Hier oder nicht? Vielleicht... Scheiße. Ja, okay. Komm, lass nochmal zurückgehen. Und unsere Immunität auffrischen. Und dann gehen wir nochmal zurück. Und ich denke, ich weiß, wo der ist. Halt da in dem Bereich, klar. Aber ich denke, der ist dann da, wo die ganzen Viecher jetzt standen. Weil, hat ja einen Grund, warum die da sind. Was?
Okay, Cutscene. Alter, kannst du bitte weitergehen? Das sieht nicht gut aus. Arkon. Hier kann ich nicht durch. Kann ich hier durch? Dietrich. Du Scheiße. Ja, das ist jetzt Kacke. Weil ich dachte, die Fackel hält etwas länger. Okay. Ja, aber das war's. Scheiße. Okay, wir sind noch nicht direkt tot. Komm, mach auf den Scheiß hier. Okay. UV-Lampen. Alter, ne? Ich dachte, man stirbt direkt. Ich dachte, man stirbt direkt, wenn der Timer auf Null geht. Aber nein. Tun wir nicht. Wir healen uns mal kurz, weil anscheinend hilft es nicht, sich zu healen, wenn man da in dieser infizierten Phase ist. Also wenn die in dieser Death Timer abgelaufen ist. Mann, schlag ihn doch bitte. Also, am besten vorher healen. So. Und ich weiß nicht, wer es mit den Waffen ist. Ob man die nochmal reparieren kann. Aber vielleicht bei selbstgebauten oder so. Bei selbstgebauten Waffen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Okay. Machen wir den weg. Und den hier. Sehr schön. Da ist irgendein stärkeres Vieh. Was uns jetzt direkt entdeckt hat. Okay. Wahrscheinlich ein Runner. Ich glaube, so heißen die. Aber gut. Wenn es nur einer ist, alles gut. Mal kurz die Bar auffüllen. Nach einem harten Tag nochmal kurz die Bar auffüllen. Ne, hier die Ausdauerbar. Und dann können wir direkt weitermachen. Mann, Schluss jetzt. Und hier ist er. Oder? Ist er das? Ist auf jeden Fall irgendeine richtig geile Kiste. Nee, das ist er doch nicht. Ling, Wodka und Rowdy-Weste. Oder Rowdy? Nee, Rowdy-Weste. Okay. Also ist er doch hier. Mann, können die sich mal verpissen, die Kackviecher? Jetzt mal ohne Witz. Ich habe hier doch diesen Raum jetzt schon 10-mal geklärt. Da bin ich echt nur 50-mal einfach hier durchgelaufen. Okay, Alkohol. Ah. Oh. Hier? Ja, muss hier sein. Muss hier sein. Immunität niedrig, das ist egal. Wir haben gleich den Hemmstoffbehälter. Was? Haben wir nicht? Wo ist der Scheiß denn?
Wo ist der fucking Hemmstoffbehälter? Ja, toll. UV-Zauberpilze können wir auch noch benutzen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und good night and good luck. Ja, entspann dich. Dietrich. Wir haben noch die Zauberpilze. Ach komm, ey. So. Auf mit dem Scheiß. Ja, ja, benutzen wir gleich. Alles gut. Mach die Scheißtür zu. Mann. Okay. Ja, die sind auf jeden Fall hier. Kann ich... Ach so, die sind unten. Nee. Wie kann ich die denn benutzen? Auf der 3. Sind die auf der 3? Wie zum Teufel kann ich die benutzen? Okay. Nochmal. Gut. So, jetzt müssen... Ne, hau ab. Mach dich einfach ab. Jetzt müssten wir den auf jeden Fall finden. Weil sonst ist vorbei. Ach man, ey. Ich dachte, hier wäre der vielleicht... Ich würde sonst auch noch die restlichen Pilze benutzen. Ich möchte unbedingt diesen Behälter haben. Übersehe den wahrscheinlich so blöd die ganze Zeit. Oder ist er über uns? Können wir ihn gar nicht erreichen? Ja, okay. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Nutzen wir die Pilze. Ich weiß nämlich nicht, ob man die benutzen kann, während der Timer abgelaufen ist. Also benutze ich sie lieber früher als später. Das auf jeden Fall auch UV-Licht dahinter. Und dafür müssten wir weitergehen, okay. Oh, hier ist auch... Hier ist der Stab noch an? Ja, okay. Komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ich habe schon genug Zeit verschwendet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt im Spiel so ist, dass wir uns gerade verstecken und dieser scheiß Biomarker uns dann voll verrät. Gehen Sie durch die U-Bahn-Tunnel. Hier ist UV-Licht? Okay, also wird das kontrolliert von denen, schätze ich mal. Öffnen.
Ich denke aber auch, dass wir die UV-Pilze nicht nur roh benutzen können. Und wir können daraus safe noch irgendwann was Besseres machen. Was uns dann, keine Ahnung, eine Minute gibt. Anstatt nur jetzt Sekunden oder wie viel das jetzt waren. Komm, ich bin drin. Fünf Päckchen. Denk drüber nach und ich bin gleich zurück. Was? Was hat er gesagt? Fünf Päckchen? Und warum können wir die Kiste nicht aufmachen? Ich bin auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Welche Schleuse? Da drüben, okay. Wie hier niemand ist. Warum ist hier niemand? Warum können wir das Messer nicht nehmen? Was ist das hier, Alter? Verdammt. Hey, was machst du hier drin? Ah, nix. Au. Ah, nee. Also... Das hätte besser laufen können. Wo kam der denn her? Er spazierte durch die Tunnel. Elender Basar-Abschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Hey, ich bin gefesselt. Was für eine Überraschung. Mann. Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Ja. Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Basar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern? Ich bin noch nicht mal von hier. Dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Ja. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lukas sagte doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie eben. Haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Basar aufgetaucht. Jo. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Mach dich ab. Na, okay. Das war leicht. Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Mhm. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Warum glauben Sie, ich hätte jemanden getötet? Ja, wir gehen alle Antworten durch. Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Ja. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte 2 Schwestern, 2 Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Alter. Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lukas beauftragen. Ist die sauberste Lösung. Tja. Mhm. Diesen Karl kenne ich aber nicht mal.
Sie werden ihn bald kennenlernen. Wahrscheinlich schon, ja. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Bazar gegen uns aufgebracht hat. Obwohl wir diese Leute beschützen. Naja, also das hat sich jetzt nicht so angehört irgendwie. Ich meine, so wie die sich gegenüber dieser einen Frau verhalten haben. Obwohl. Nee, haben die beschützt? Die haben die nur beschützt, ne? Vor den Viechern. Wir haben auf jeden Fall ziemlich am Anfang gesehen, dass eine Frau vor Infizierten da weggelaufen ist. Wir haben den Infizierten dann gekillt. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall gefährlich draußen. Das kann ich dir sagen. Ist. Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villedorf viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lucas. Seine Leiche wurde im Bazar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Bazar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villador weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Bazar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er okay. ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Und der Mörder hat ihn wahrscheinlich. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll, aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Bazar hat ihn wohl an sich genommen. Ja. Alles klar. Warum soll ich ihn trauen? Ich hoffe, die Sachen, die wir sagen, machen nicht allzu viel hier in der Story. Weil das hier würde ich jetzt nicht sagen. Er wirkt wie ein vernünftiger Kerl. Aber ich möchte einfach alle Dialoge durchgehen. Warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sie den Leuten helfen können. Und sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch ihre einzige Chance. Wenn sie ins Zentrum wollen. Ja. Also, helfen Sie mir? Eben. Ich muss mich um meinen Kram kümmern. Ich werde es versuchen. Nee, ich werde es versuchen. Also wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villedor hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Eben. Wir haben keinen anderen Weg. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Ich wüsste nicht, warum ich hier wieder hin sollte. Ohne irgendwas in meiner Hand. Und Sicherheitszone?
Werden wir jetzt generell von denen verschont? Auch auf der Straße? Weil ich glaube, wir wären von denen angegriffen worden. Alles klar, Alter. Das ist cool. Na gut. Dann werden wir uns im nächsten Part hier mal umschauen. Ja, wahrscheinlich. Ich bin gespannt, welche Leute es hier alles gibt. Und ob es hier auch einen coolen Shop gibt. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.